Unser tägliches Brot gib uns heute. Sauber und rein und nicht gepanscht. Aber hält das Essen, was wir uns von ihm versprechen? Ungebetener Gast an unseren Tischen scheint die Angst zu sein. Früchte des Zorns kommt der Genmais, liebe Zuschauer, heute das Thema der Phoenix-Runde. Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste heute im Studio, Christoph Minhoff, der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie, der Fachverbände und Unternehmen der Ernährungsindustrie vereinigt. Und sie repräsentieren etwa 90% der gesamten Ernährungsbranche in Deutschland. Dirk Zimmermann ist bei uns von Greenpeace, ein Campaigner, wie man neudeutsch sagt, also einer, der für die öffentliche Wahrnehmung sorgt, zuständig für Gentechnik und nachhaltige Landwirtschaft. Und da ist er nicht weit weg von Klaus Feig, Ökobauer und Vorsitzender des Vereins Bioland Ost. Dahinter verbirgt sich eine ostdeutsche Vereinigung von Landwirten, die sich dem Bioanbau der ökologischen Landwirtschaft verschrieben haben. Und schließlich Uli Kulke. Sie sind Journalist und Blogger für die Welt und für die Zeitung Welt am Sonntag. Herr Minhoff, grüne Gentechnik, also sagen wir Lebensmittel, die durch Gentechnik verändert worden sind, bereiten die der Lebensmittelindustrie Kopfschmerzen? Die Verbraucher wollen solche Lebensmittel nicht. Deshalb werden sie auch nicht angeboten. Das heißt, wir haben eine ganz klare Positionierung der Verbraucher in Bezug auf gentechnisch veränderte Lebensmittel oder Lebensmittel, die mit gentechnisch veränderten Produkten hergestellt werden. Und darauf nehmen wir natürlich Rücksicht. Es gibt bei den Verbrauchern auch in dieser Frage kein Hin und Her, sondern es gibt hier eine ganz klare Position. Wir halten uns daran. Die Verbraucher wollen das nicht, aber Gentechnik ist doch schon längst in unsere Nahrungskette eingezogen. Ja, auch grüne Gentechnik oder Agrogentechnik, wie wir es sagen, ist durchaus in den Regalen zu finden, auf dem Umweg über Futtermittel. Aber wie wir gerade gehört haben, die Ablehnung ist einfach kolossal. Ein direkt gentechnisch verändertes Produkt hätte am Markt einfach überhaupt keine Chance. Das hat die Industrie versucht, ist damit absolut gescheitert. Herr Feig, sind Sie denn sicher, dass diese Gentechnik einen großen Bogen um die Ökolandwirtschaft macht? Das würde sie dann tun, wenn wir sicherstellen können, dass es also ich spreche jetzt mal von Europa, keinen Gentechnikanbau in Europa gibt, dann können wir sicher auch gewährleisten, dass der Ökolandbau frei von Gentechnik ist. Was nicht der Fall ist. Spanien hat ja schon Genmais im Angebot. Beschränkt sich rein auf Futtermais. Und ich meine, aus USA kennen wir das ja, USA, Kanada. Da ist es dann tatsächlich so, dass wenn in großem Umfang Genpflanzen angebaut werden, ich nenne dann auch mal den Raps, der ein hohes Auskreuzungspotenzial hat, dann halte ich Koexistenz für nicht machbar. Das heißt, wo Genpflanzen im großflächigen Maßstab angebaut werden, hat der Ökolandbau keine Chance, Gentechnik frei zu bleiben. Große Skepsis gegenüber der Gentechnik, aber wir haben sie ja eigentlich schon vor der Tür. Wem sollen wir eigentlich noch vertrauen, wenn es ums Essen geht? Den Wissenschaftlern, würde ich sagen, vor allen Dingen auch. Und uns selbst auch. Also wir sind ja selber auch immer noch der Maßstab dessen, auf den eigenen Bauch hören. Auf den eigenen Bauch hören. Und also ich sehe das natürlich auch, dass 88% sind es, glaube ich, die Gentechnik bei uns ablehnen, die grüne Gentechnik. Früher waren es auch mal sehr viele, die rote Gentechnik abgelehnt haben. Das hat sich dann irgendwie ein bisschen relativiert. Aber also ich gehöre nicht dazu, zu denen, die das ablehnen. Und ich hätte auch nichts dagegen, einfach mal so in vielleicht eine gentechnisch veränderte Banane oder irgendwie etwas reinzubeißen, nur mal um zu sehen, was hinterher passiert. Ob ich dann zu einem Monster mutiere oder noch ich bleibe. Sie sind also ganz zuversichtlich, dass es für Sie gut ausgehen wird? Bis in diese 100% sicher kann man sich nie sein, aber 99,9 würde ich mal sagen. Mhm. Ja, genau. Also schon relativ hoher Sicherheitsfaktor. Bewegt sich der Verbraucher bei Lebensmitteln auf unsicherem Gelände? Nein, nicht. Der Verbraucher bewegt sich nicht auf unsicherem Gelände. Es gibt ja genügend Brandmauern, die sozusagen eingerichtet sind. Auf der einen Seite, wie ich vorhin schon sagte, Produkte, die nicht die Gentechnik enthalten, die nicht von der Europäischen Kommission genehmigt sind, sind gar nicht verkehrsfähig. Das heißt, die kommen gar nicht in die Regale. Wir müssen auch mal ein bisschen aufpassen, dass wir nicht die Begriffe durcheinander schmeißen. Ja, bei Futtermitteln gibt es das.
Futtermittel sind sozusagen eine eigene Kategorie. Aber Sie finden keinen Schokoriegel, der mit einem gentechnisch veränderten Produkt im Laden ist, das nicht von der Europäischen Kommission genehmigt ist. Aber auch nicht nur bei Futtermitteln. Das ist auch bei Vitaminen, bei Emulgaten, ja, bei Geschmacksverstärkern. Das, ja, ist Gentechnik überall drin. Ja, also, aber nicht sozusagen in den Grundstoffen ist es nicht mit drin. Grundstoff nicht. Also quasi indirekt haben wir die bereits da. Es gibt nur keine Lebensmittel, die aus Gentechnik direkt hergestellt sind. Habe ich das richtig verstanden? Nicht, wenn sie nicht zugelassen sind. Wenn sie nicht zugelassen sind. Dürfte sie geben, aber sie würden halt krachen, scheitern. Kein Verbraucher würde es kaufen. Ab 1% müsste es gekennzeichnet werden. Die Menschen sind da in Deutschland sehr, sehr, wie ich vorhin schon sagte, sehr genau in der Beobachtung. Das ist ein Produkt, was sich eben am Markt nicht durchsetzt. Wenn es um Begriffsdefinitionen geht jetzt, was ist Gentechnik, was ist da drin, wie sind Lebensmittel zusammengesetzt? Wir reden ja auch immer davon, dass Lebensmittel, das Essen möglichst natürlich sein soll. Was ist eigentlich natürlich beim Lebensmittel? Sind wir uns da einig, wenn wir davon reden, dass sie sollen natürliche Lebensmittel sein? Ich denke mal schon, da gibt es unterschiedliche Vorstellungen davon, was natürliches Lebensmittel ausmacht. Für mich heißt das immer, dass es in seiner Natur, also möglichst naturbelassen sein soll. Also sprich, dass der Grad der Verarbeitung und vor allem auch der Grad dessen, was zugesetzt wird an Hilfsstoffen, Verarbeitungsstoffen, dass der möglichst gering gehalten soll oder eben vermieden werden soll. Insofern würde ich Ihnen auch ein Stück weit widersprechen, was die Lebensmittelsicherheit angeht. Sicherlich haben wir bei uns in Europa oder gerade in Deutschland auch mit das höchste Maß an Lebensmittelsicherheit. Aber wenn ich daran denke, dass Menschen, die darauf angewiesen sind, auf Kennzeichnung, sei es Allergiker, Menschen, die darauf angewiesen sind, weil sie freiwillig sich für bestimmte Ernährung entscheiden, sei es Vegetarier, sei es Vegan, die haben ein Problem. Die haben ein Problem, dass bestimmte Dinge einfach nicht gekennzeichnet sind oder in der Kennzeichnung versteckt sind, sodass sie nicht immer auf der sicheren Seite sein können. Aber bei Gentechnik sind wir uns einig, muss es gekennzeichnet sein? Tierische Produkte nicht. Also sprich, die Gentechnik, die über die tierischen Produkte in die Lebensmittel gelangt. Da reden Sie von Futtermitteln? Von Futtermitteln. Also sprich, die Milch, die durch das Fleisch... Wir müssen uns darüber im Klaren sein, worüber wir genau reden. Klar. Dann. Also, aber eben die Milch, die von der Kuh stammt, die genetisch verändertes Soja gefressen hat, muss nicht gekennzeichnet werden. Die hat aber keine Gentechnik mehr in sich. Ich rede davon, wie der Verbraucher sich entscheiden kann. In dem Produkt selber sicherlich nicht. Aber wenn der Verbraucher sich gegen Gentechnik ausspricht, und dann will er auch ein Produkt haben, was nicht mit Hilfe der Gentechnik produziert wurde. Ich glaube, es ist ja so, dass dieses Label ohne Gentechnik nur verliehen wird, wenn der Produzent nachweisen kann, dass also zum Beispiel bei Fleisch auch das Tier nicht mit gentechnisch verändertem Futter versorgt worden ist. Ich habe ja vorhin von unsicherem Terrain, das war ja die Frage, gesprochen. Wenn jetzt jeder mal so eine eigene Definition hat, was natürlich ist, was natürliche Lebensmittel sind, ist das dann nicht ein Problem, da irgendwie auch etwas festzulegen, dass wir sagen können, okay, wir können uns sicher sein, das sind solche, das sind andere Lebensmittel, das sind gentechnisch beeinflusste, das sind natürliche, gentechnikfreie. Ist das definitorisch gar nicht auseinanderzuhalten? Wir können natürlich ein Problem daraus machen. Ich sehe daraus kein Problem. Also es ist ja auch jetzt nicht nur so, dass irgendwelche Zusatzstoffe da reinkommen und dass sozusagen bei der Herstellung auch irgendwelche Agrochemie, die es ja im Biolandbau auch gibt, bei Kupfer und so weiter, gibt. Das ist nicht das Einzige, sondern es ist auch so, da sind wir wieder eher schon ein bisschen näher an dem Thema jetzt Gentechnik. Wir haben eigentlich keine natürlichen Nahrungsmittel, insofern auch, als wir vielleicht 5% oder so unserer Nahrung kommt ja von regelrechten Wildpflanzen. Alles andere ist seit der neolithischen Revolution vor 11.000 Jahren gezüchtet worden. Es sind künstlich durch Menschenhand veränderte, und zwar nach dem Trial-and-Error-Prinzip veränderte Nahrungsmittel, also Getreide und auch Mais und alle möglichen anderen Pflanzen auch, die wirklich also wild durch die Gegend gezüchtet wurden. Und das Ergebnis essen wir. Also insofern sind das natürlich auch keine naturbelassenen Wildpflanzen, die wir essen. Ja, aber das heißt, es gibt ja eine konventionelle Züchtung, die da angesprochen worden ist. Unterscheidet sich die wirklich so sehr von der gentechnischen? Die unterscheidet sich fundamental von der gentechnischen. Wir haben ja hier eine 11.000 Jahre alte History of Safe Use praktisch. Das heißt, im Vergleich zur Gentechnik ist das eine Ewigkeit. Die Gentechnik gibt es kommerziell seit 18 Jahren jetzt. Der Eingriff, der bei der Gentechnik vorgenommen wird, ist ein ganz, ganz anderer als der, den man bei der konventionellen Züchtung macht. Das ist gezielter. Das behauptet die Gentechnik. Es gibt auch die Resultate an. Sind die ähnlich vergleichbar oder sind sie völlig anders?
Gut, jetzt, dass die Methoden anders sind, ist klar. Aber sind die Resultate wirklich so unterschiedlich? Konventionelle Züchtung, gentechnische Züchtung? Ja, das müssen wir uns ja noch angucken, was gentechnisch gemacht wird und was mit konventioneller Züchtung gemacht werden kann. Die Gentechnik hat ja da auch ihre ganz großen Versprechen alle nicht einlösen können. Es gibt nur zwei Eigenschaften von Gentechnik, die eine Rolle spielen kommerziell. Beides sind Eigenschaften, die mit Gift zu tun haben. Die Pflanzen produzieren entweder ein Gift oder sie tolerieren den Einsatz eines Totalherbizides, eines Unkrautvernichtungsmittels. Mit konventioneller Züchtung haben wir ganz andere Züchtungsziele, indem wir Pflanzen an Umweltbedingungen anpassen, indem wir komplexe Eigenschaften versuchen, züchterisch herauszuarbeiten, die dann auch zum Beispiel den Ertrag oder eine Stressresistenz betreffen. Das hat die Gentechnik alles nicht geschafft. Nochmal zurück zu dem Begriff Natur. Also so reines Naturprodukt, das wünschen sich die Menschen. Ist das ein Trugbild? Machen wir uns da was vor, wenn wir uns das wünschen? Das heißt, machen wir uns was vor. Ich meine, sicherlich können wir das nicht mehr eins zu eins leben, aber wir können natürlich trotzdem das, was natürlich machbar ist, auch natürlich halten. Also sprich, ein Erdbeerjoghurt, der kann durchaus eine Erdbeere schmecken durch die Erdbeere und muss das nicht durch ein künstliches Aroma. Und entsprechend sieht es auch bei der... Wenn Sie die Bevölkerung von Österreich damit versorgen wollen. Ansonsten werden Sie ein Problem bekommen, weil die gesamte Erdbeerproduktion nicht ausreicht, um Erdbeerjoghurts für Deutschland herzustellen. Das ist aber auch eine Frage, wie man das den Menschen kommuniziert. Weil man kann natürlich den Menschen nicht vormachen, dass es das ganze Jahr eben Erdbeeren gibt. Da muss man die Kompromisse eingehen, beziehungsweise muss ein X von U vormachen. Finde ich gut, dass Sie das sagen. Das heißt, Sie würden im Zweifelsfall dann den Menschen sagen, zu einem bestimmten Zeitpunkt dürfte eben kein Erdbeerjoghurt essen. Zu einer bestimmten Zeit schmeckt der Erdbeerjoghurt nach Erdbeer, weil er nicht aus Erdbeere ist. Das würde ich Ihnen sagen und das wird nicht getan. Das, glaube ich, ist auch so nicht richtig, die Aussage. Die Frage ist ja, dass was wir erwarten, also welche Ansprüche wir stellen, was wir dann bekommen, klafft das auch viel zu weit auseinander. Jeder möchte, wie gesagt, naturbelassene, frische, möglichst frische, dann auch noch aus der Region Produkte haben. Dieser Anspruch und das, was tatsächlich möglich ist, auch was bezahlbar ist, sind das einfach zu große Lücken, die dazwischen sind? Na, das kommt auf die Ansprüche drauf an. Und die Ansprüche werden natürlich auch durch, sagen wir mal, durch Meinungsmache, sage ich jetzt mal ganz platt, natürlich auch beeinflusst einfach. Also ich meine, es ist wirklich die große Frage, ob wirklich immer das Produkt, was aus der Region kommt, besser schmeckt, als wenn ich es irgendwie aus Italien mir kaufe oder sonst woher. Also das möchte ich mal bezweifeln. Und selbst auch, was sozusagen die Ökobilanz angeht von bestimmten Produkten, ist es auch sehr die Frage, ob wir sozusagen immer Äpfel essen sollten, auch im Winter von oder im Sommer auch von hierzulande, die dann irgendwie 6 Monate lang gekühlt wurden mit viel Energie, oder ob wir dann doch mal aus Neuseeland einen Apfel kaufen, wo die Ökobilanz dann vielleicht besser ist. Das hat jetzt, sagen wir mal, nichts mit der Nahrungssicherheit und mit dem, was wir jetzt selber wollen, ob unsere Ansprüche genügen, vielleicht weniger zu tun. Aber ich glaube auch, dass bei den Nahrungsansprüchen auch vieles Ideologie ist. Mhm. Einfach. Das Schöne ist doch, es gibt ja hier nicht ein Entweder-Oder, sondern es gibt eine breite Palette. Das ist doch die besondere Situation, die wir gerade dankenswerterweise hier zum Beispiel in Deutschland haben. Sie haben 160.000 Produkte in den Supermärkten. Sie können alles haben. Sie können sich so ernähren, wie Sie es gerne möchten. Sie können auf Bioprodukte setzen, Sie können auf Convenience-Produkte setzen. Sie können die Tiefkühlpizza essen oder einen Blumenkohl aus Bioanbau. Es ist ganz egal. Sie haben die komplette Palette und die ganze Fülle. Und deshalb muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht in dieses Entweder-Oder geht, sondern dass man schaut, dass man ein Angebot hat, das für alle übrigens auch erschwinglich ist. Ja? Dass es eben allen ermöglicht, qualitativ hochwertige Lebensmittel und Vielfalt zu bekommen. Wir sind noch beim Anspruchsdenken. Ständige Verfügbarkeit, hohe Qualität, akzeptabler Preis. Werden wir auf Dauer wirklich ohne Gentechnik, ohne grüne Gentechnik auskommen, um diesen Verbraucheranspruch zu erfüllen? Naja, wir kommen ja momentan ohne Gentechnik aus. Und das ist, was die Gentechnik uns da vielleicht versprechen würde, dass das wird nicht passieren. Das heißt, weiß gar nicht, was wir uns da vorstellen sollen für Früchte. Es gibt ja keine gentechnisch veränderten Bananen und in dem das Fall will doch auch keiner. Das will doch keiner in Deutschland. Das verlangt auch keiner. Doch, ich würde gerne von wir, genau. Wenn man von wir redet, dann muss man schon mal sagen, wen meint man damit? Meint man jetzt hier Deutschland, den sehr engen kleinen deutschen Raum?
oder reden wir in globalen Fragen? Und wenn wir global sehen, ist die Tatsache, dass wir ohne Gentechnik oder der Satz, wir kämen ohne Gentechnik aus, finde ich doch relativ mutig. Wir haben 1 Milliarde Menschen, die hungern. Wenn Sie finden, dass das vernachlässigbar wäre, dann fände ich, das will ich Ihnen nicht unterstellen, das glaube ich auch nicht. Aber es ist zumindest eine Tatsache, dass wir im Moment jedenfalls die Welt nicht ernähren können. Ich würde sogar viel weitergehen und würde sagen, mit der Gentechnik gefährden wir die Ernährung der Weltbevölkerung, der zunehmend wachsenden. Weil das, ich meine, Sie haben zwar das Produkt angesprochen, Sie würden eine Banane beißen, aber wir müssen noch mal sehen, was hinter der Gentechnik für eine Form der Landwirtschaft steckt. Und über 90% der Ernährungssicherheit der Lebensmittel werden produziert von Kleinbauern. Und also sprich, was wir in Europa ausmachen, wir machen einen Bruchteil zur Welternährung aus, dass wir meinen, wir könnten die beeinflussen. Das ist marginal. Und die Form der Landwirtschaft, die hinter der Gentechnik steckt, führt zu einer, Fokussierung auf wenige weltweit agierende Konzerne, die Sorten, die dann produziert werden, sind nicht mehr standardangepasst, sondern eben überall gleich. Und was wir brauchen, das hat mit Ideologie überhaupt nichts zu tun. Da wehre ich mich dagegen, in eine ideologische Ecke gestellt zu werden. Das ist nachgewiesen, dass die Zukunft der Ernährung ist die Frage der Kleinbauern entscheidend. Die Kleinbauern, das schließt sich doch überhaupt nicht aus. Gucken Sie doch mal, was in Indien, wo da der Baumwolle angebaut wird, auch die Kleinbauern. Woher nehmen die Mittel, das schließt sich doch nicht aus. Und das Pflanzenschutzmittel zu bezahlen, woher wollen die nehmen? Das rechnet sich für die einfach, weil sie dann bessere Produkte verkaufen und auch mehr verkaufen können. Der Anbau lohnt sich doch. Ich will das nochmal unterstützen, was Sie sagen, dass das eine ideologische Mottenkiste ist. Das erinnert mich sehr stark an die Diskussion vor 40, 50 Jahren um die grüne Revolution. Das sind genau dieselben Argumente gewesen. Das nutzt nur den Konzernen, das nutzt nur den Großbauern und die wollen alle nur ihre Pakete verkaufen und nichts davon ist passiert. Natürlich gibt es einen fortschreitenden Konzentrationsprozess in der Landwirtschaft, genauso wie überall woanders auch. Das ist völlig klar. Wir haben jetzt auch nicht mehr einen Schuster an jeder Ecke und auch keinen Bäcker mehr. Gar nicht mal so aber weit die grüne Revolution hat ganz vielen Milliarden, also ich würde fast sagen Milliarden, nicht vielen Milliarden, aber sicher in Milliardengrößen, Leute vor dem Hungertode bewahrt. Und die ganzen Prophezeiungen, die damals, ich war selber dabei, habe da auch viel von dem geglaubt, was da gesagt wurde, das ist alles nicht eingetroffen. Und Gott sei Dank haben wir die grüne Revolution gegen diese Widerstände auch gekommen sehen. Sie stehen ja für ökologischen Landbau. Wir haben jetzt 7 Milliarden Menschen, irgendwann mal 8. Kann man die Menschheit mit ökologischem Landbau ernähren? Also das, was Sie unter den Anbauprinzipien, den Bewirtschaftungsprinzipien eines Ökobauern verstehen? Also ich bin davon überzeugt, was wir uns im gleichen Maße vor Augen führen müssen, sind einfach die Ernährungsgewohnheiten weltweit. Und wenn wir unsere Ernährungsgewohnheiten weltweit zugrunde legen, also sprich auch den Fleischkonsum wachsen lassen in Entwicklungsländern oder in Schwellenländern, die jetzt auf der Matte stehen, dann wird es sowieso nicht funktionieren. Weil Fleischproduktion heißt, ich brauche unglaublich viel Fläche, um Futter zu produzieren. Das fehlt mir für die Ernährung der Menschen. Und da wird die Gentechnik wird da nicht in die Bresche springen können. Und insofern sage ich sogar, es wird vielleicht nicht im Sinne des Ökolandbaus, wie wir ihn heute haben, mit dem Regelwerk, aber im Sinne dessen, wofür er steht, wird die Menschheit nur ökologisch zu ernähren sein, weil das die einzige Form der Landwirtschaft ist, die wirklich die Nachhaltigkeit der Ressourcen im System implementiert hat. Ich glaube, da sind Sie nicht ehrlich gegenüber sich selber. Nein, lassen Sie mich aussehen. Und aber, was wir sicher ehrlich genug sein müssen, es gehört auch dann einfach ein Wechsel der Ernährungsgewohnheiten dazu. Also der Fleischkonsum, den können wir so nicht aufrechterhalten. Das muss man ganz ehrlich dazu sagen. Was ich daran nicht verstehe, ist, dass das beinhaltet ja, dass Sie sagen, Sie nehmen für sich das Recht in Anspruch, zum Beispiel in den Entwicklungsländern oder in den entwickelten Ländern, dort, wo sich Wohlstand entwickelt, den Menschen Essensvorschriften machen. Sie sagen, ihr entwickelt euch, bei euch entwickelt sich der Wohlstand, aber wir sagen euch, Fleisch esst ihr jetzt etwas weniger. Gibt es nämlich eine Korrelation. Je mehr sich eine Gesellschaft entwickelt, umso mehr steigt auch der Fleischkonsum. Mhm. Sind wir diejenigen dann, die das dann bestimmen wollen für die ganze Welt, für einzelne Länder? Machen Sie das? Wer macht das? Wer entscheidet das? Die UNO? Also ich finde, das spricht sich immer so ein bisschen leicht. Da müssen sich halt die Ernährungsgewohnheiten ändern. Da muss man halt ein paar Abstriche machen. Wer macht die? Wer entscheidet darüber? Das ja auch selber schon. Also das finde ich, da muss ich Ihnen auch recht geben, dass das
da sind wir auf Crashkurs. Also wenn wir da sagen, dass die ganze Welt so viel Fleisch isst wie wir, also vor allen Dingen in Indien werden wir es ja merken, was eigentlich bislang. Aber dann wird ja der Bedarf an Nahrungsmitteln zunehmen, ja, wie in vielen anderen Konsumgütern auch. 2020 müssen wir verdoppeln. Und also um noch mal auf die Gentechnik und die Welternährung zurückzukommen, was ich ganz fatal finde, ist, dass man sozusagen die Forschung blockiert auch und sozusagen auch gar keine Chance lässt. Und warum in drei Teufelsnamen sollen wir denn jetzt nicht mal den Genmais, den genveränderten Mais jetzt holen? Und es stimmt nicht, was Sie sagen. Dort, wo der genveränderte Mais in USA, in Kanada, Argentinien und auch noch in anderen Ländern angebaut wird, hat es eine Verringerung gegeben des Bedarfs an Herbiziden. Ganz klar. Das bewegt sich vielleicht noch in 5 oder 7 Prozentbereichen. In manchen Ländern ist es mehr. Und das sind doch Chancen. Das sind auch Chancen für die Ökologie. Und da sind wir auch bei dem Punkt, wo ich denke, dass vielleicht auch die Gentechnik auch mal eines möglichen Tages ein Partner der Biolandwirtschaft sein kann. Auch wenn das heute sich wie Teufel und das Weihwasser oder weiß der Kreis. Ja, das können wir ja gleich noch mal vertiefen, ob das möglicherweise ein Anknüpfungspunkt ist. Aber ich einen anderen Ball von Ihnen würde ich gerne aufnehmen. Und zwar den Punkt müssen wir einhaken, ganz einfach. Ja, klar. Den Haken reiche ich Ihnen gleich in die Hand. Ich würde das bloß noch mal weiterspinnen. Wir haben in vielen Bereichen Auto, Mobilindustrie, Internet, unglaublichen technologischen Fortschritt. Da überschlägt sich die Entwicklung. Und gerade im Bereich der Nahrungsmittelindustrie soll es wenig bis gar keine Innovation geben. Ja, wenn Gentechnik was mit Innovation zu tun hätte, dann könnten wir ja darüber reden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Gentechnik ist auch in der Praxis gescheitert. Das sehen wir in den USA, das sehen wir in den Anbauländern. Es ist allenfalls ein kurzfristiger Vorteil, den man erzielt, dadurch, dass man vielleicht weniger Insektizide spritzt. Aber langfristig, mittelfristig scheitert das System in der Praxis. Und in der amerikanischen Landwirtschaft. Es ist erst 20 Jahre sozusagen auf dem Markt, die Gentechnik. Kann man das heute schon abschätzen, dass das gescheitert ist? Ich meine, wir haben ja, wie wir selbst gesagt, die konventionelle Landwirtschaft, die ist über Jahrtausende zurückzuverfolgen. Bei Gentechnik haben wir 20 Jahre. Können wir da schon endgültig sagen, das ist der falsche Weg? Also ich glaube, das Experiment können wir für beendet erklären, ganz ehrlich. Dass alles, was die Gentechnik Tolles versprochen hat, hat sie nicht eingehalten. Was hat sie denn versprochen? Höhere Erträge. Nein, höhere Erträge. Nein. Das verspricht von den Gentechnikern keiner. Es geht um Toleranzen, nein. Also dass jetzt die höheren Erträge der Trumpf sind, mit dem die Gentechnik-Wissenschaftler rauskommen, das ist nicht wahr. Das ist eine Anpassung an einen Klimawandel möglicherweise und Anpassung an alle möglichen anderen Stressfaktoren, wo natürlich die Gentechnik viel gezielter vorgehen kann. Und das ist der Hauptpunkt. Ja, und wo sind diese Pflanzen? Aber genau dieser Punkt, mein Gott, genau dieser Punkt, der wird nicht funktionieren. Ich meine, da gebe ich Ihnen recht, was wir bisher haben, 80% der Pflanzen drehen sich um Pestizidresistenz, was die Unkrautvernichtungsmittel angeht, und Toxingiftproduktion, was Insekten angeht. Ja. Das sind Schädlingsbekämpfung. Ja. Das sind die zwei Wirkungsweisen. Alles andere ist reine Theorie. Und das wird seit 20 Jahren an die Wand gemalt. Und ich sage Ihnen, das sehen wir doch. Also wir sehen es hier, wir sehen es auch weltweit. Es gibt nicht die Dürre, auf die sich die Pflanzen einstellen müssen. Wir müssen uns auf extrem wechselnde Klimaverhältnisse einstellen. Und das kann eine Pflanze viel besser, die breiter aufgestellt ist und nicht die in Dürre gehen hat. Also verstehen Sie? Ich finde diese Maximalposition bisschen problematisch. Total gescheitert finde ich sehr mutig die Aussage, wenn man sich anschaut, dass mittlerweile, glaube ich, 10% der gesamten Fläche, die für Landwirtschaft zur Verfügung steht oder die landwirtschaftlich bewirtschaftet wird, mit gentechnisch behandelten Pflanzen bereits bewirtschaftet wird. Und das wächst immer mehr. Also zu sagen, das ist gescheitert, ist, weiß ich nicht, worauf Sie das beziehen wollen. Es ist jedenfalls nicht die Wahrheit. Aber es gibt eben zwischen diesem Schwarz und Weiß gibt es eben auch noch ein paar Grautöne. Es gibt eben auf der einen Seite Chancen und es gibt auch Risiken und beides muss man absehen. Wir in Deutschland, das ist ja das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wir sehen nicht den Bedarf. Den sieht man hier nicht. Ja, wir haben wenig Probleme mit dem Maiszüchter, der jetzt hier bei dem gerade frisch
zugelassenen oder noch nicht, aber wahrscheinlich zugelassenen Maissorte eine wesentliche Rolle spielt. Der spielt eher in südlichen Ländern eine Rolle. Und in Deutschland ist es etwas, was die Leute ablehnen. Übrigens muss man da auch mal schauen. Das hängt natürlich auch viel damit zusammen, dass man es in der Vergangenheit vielleicht versäumt hat, genauer zu erklären, was das eigentlich ist und worum es eigentlich geht. Ich glaube, da gibt es ein echtes Versäumnis. Und es führt zum Beispiel dazu, dass die Menschen, wenn sie die Menschen in Deutschland fragen, wollen sie Lebensmittel mit Genen haben, dann sagen die auch nein. Es gibt aber keine Lebensmittel ohne Gene, weil also mit der Begrifflichkeit wird da natürlich auch viel, wie soll ich sagen, viel Agitation auch gemacht. Aber nochmal, in Deutschland, glaube ich, ist das kein Thema, jedenfalls nicht, wenn es um Lebensmittel geht. Also wir haben es in einer Welt mit immer größerem Nahrungsmittelbedarf zu tun. Sie lehnen Gentechnik ab. Was wären denn die Alternativen, auch damit auch sichergestellt wird, dass alle Menschen ausreichend ernährt werden? Die Alternative gegen Gentechnik ist erstmal keine Gentechnik. Und die Alternative langfristig besteht in einer Landwirtschaft, die sich an agrarökologischen Prinzipien orientiert. Nur dieser Landwirtschaft kann die Zukunft gehören. Wir müssen ja auch spielt für die Biotechnologie dann keine Rolle? Biotechnologie ist per se erstmal nichts Schlimmes. Also Biotechnologie bezeichnet ja nicht nur Gentechnik, sondern auch andere Verfahren. Und da müssen wir sagen, haben wir sehr, sehr große Fortschritte erzielt, auch in der Züchtung in den letzten Jahren. Das heißt, wir haben immer mehr Kulturpflanzen, Erbgut komplett entschlüsselt. Und wir können sehr, sehr gezielt züchten damit jetzt. Und das sind biotechnologische Verfahren, mit denen sich einige der Versprechen, die die Gentechnik nicht eingelöst hat, längst erfüllt haben. Das heißt, es gibt gute und es gibt schlechte Biotechnologie. Es gibt riskante Anwendungen der Biotechnologie. Dazu zählt die grüne Gentechnik wegen der Freisetzung dieser Pflanzen in die Umwelt. Und es gibt Anwendungen, die... Wo ist das Risiko? Biotechnologie ist das älteste Verfahren der Welt. Jedes Bier, jedes Stück Käse ist Biotechnologie. Ja, aber sind ja auch Gene im Spiel. Wo ist da eigentlich der Unterschied zwischen der konventionellen Züchtung und der Gentechnik? Zeit. Es geht einfach schneller. Ja, es geht auch um die Eigenschaften, die natürlich da wie möglich sind. Es geht um den manipulativen Eingriff, um die Tiefe dieses Eingriffs, die der bei der Gentechnik... Jede Züchtung ist ja ein manipulativer Eingriff in die Natur. Ja, es geht um die Kombinierbarkeit über die Artgrenzen hinweg. Mhm. Also sprich, dass ich Dinge kombiniere, die es eben ansonsten wirklich tatsächlich in der Natur nicht gäbe, auch züchterisch nicht gäbe. Und das andere, dieser Zeitfaktor, vor allem im Hinblick auf die Selektion, sind die Ergebnisse stabil und bleiben der Umwelt erhalten. Und das hat man im Züchterischen eben durch einen langen Selektionsprozess, werden eben, ich sag mal, mit negativen Wirkungen wieder ausselektiert. Und das haben sie bei der Gentechnik eben nicht. Also sprich, die werden in kurzer Zeit produziert und sind freigesetzt und sind vorhanden. Also diesen Selektionsprozess, den wir in der normalen Züchtung haben, der wird dann nicht durchlaufen. Und das ist für mich eigentlich so dieser Risikofaktor, der dabei besteht. Aber wenn ich Sie eben verstanden habe richtig, dann hat ja die konventionelle Züchtung in den letzten 2 Jahren die Gentechnik überholt und hat noch viel schneller alles gemacht, was die Gentechnik versprochen hat. Da frage ich mich schon, was denn eigentlich? Und ich meine, wenn das jetzt auf einmal noch schneller geht, gut, okay, also da können wir uns drüber unterhalten. Aber es ist im Übrigen, wir reden hier immer von Mangelernährung und von Hunger. Es ist nicht nur eine Mangelernährung, sondern es geht auch um Fehlernährung, die teilweise gesundheitlich sehr fatale Folgen hat. Also ich nenne jetzt mal die Vitaminmangelkrankheit. Wir werden wissen, worauf das jetzt hinausläuft. Da ist nämlich jetzt seit 20 Jahren inzwischen ein sogenannter goldener Reis in der Arbeit, auch gentechnisch veränderter Reis, der sozusagen das, woran heute jedes Jahr Millionen von Kindern, vor allen Dingen in Indien, erblinden und dann hinterher auch sterben, sehr viele davon, einfach durch ein implantiertes Gen versucht zu heilen, was auch jetzt durch Versuche auch festgestellt wurde, dass das tatsächlich auch ankommt. Da wird ein Beta-Carotin produziert, woraus dann der Körper Vitamin A produziert, was gezielt gemacht wurde von einem kleinen Forscher, sage ich mal, dem Herrn Potrikus. Das war kein großer Konzern, sondern der hat die großen Konzerne nur erpresst und hat gesagt, ich will von euch sämtliche Patente, die dafür nötig sind, und zwar kostenlos. Und wenn ihr das nicht macht, dann werde ich euch anschwärzen. So, und das hat auch geklappt hinterher. So, und um diesen goldenen Reis geht es jetzt. Da kämpfen Greenpeace und alle möglichen anderen NGOs zurzeit wie sonst was, wie mit Kanonen dagegen, dass der aber auch ja nicht eingeführt wird, weil das ist in Anführungsstriche der Toröffner sozusagen, weil der ganz augenscheinlich etwas Positives bewirken könnte und das will man nicht haben. Die Frage ist ja, ob man Gentechnik dann wirklich auf diesen Gegensatz, ist es Teufelszeug oder ist es ein Segen, reduzieren kann. Ist das nicht viel differenzierter, viel vielschichtiger? Ja,
Teufelszeug. Ich sage einfach, das bietet keine praktischen Lösungen für die Probleme. Und das gilt auch für diesen goldenen Reis. Der kann das Problem Mangelernährung nicht lösen. Warum nicht? Er ist ein 20 Jahre altes Versprechen. Er ist nicht geprüft, seine Wirksamkeit ist nicht bewiesen. Doch. Und er wäre. Studien in China sind hier gestellt worden. Die sind ja von Ihnen auch in Frage gestellt worden. 20 Jahre verhindert kann er natürlich auch nicht getestet das ist ja sein. Das war das technische Problem. Warum hindert man das? Das hört sich ja alles moderat an, was Sie sagen. Wenn es kein Teufelszeug ist, dann frage ich mich, warum lässt man sich das nicht am Markt ausprobieren? Warum denn nicht? Ich meine, es kann ja sein, dass der Mais, wenn wir ihn jetzt einführen würden hier, dass ihn gar niemand haben will. Okay, dann hat sich das Problem erledigt. Aber Sie sagen gleichzeitig, es will keiner und es hätte am Markt sowieso keine Chance. Keiner benutzt es, im Gegensatz zu den Amerikanern, wo es jetzt immer mit wachsender Begeisterung angebaut wird und auch anderswo. Aber da frage ich mich, warum wird es so wie Teufelszeug behandelt und die Forschung wird zertrampelt und der Verbrauch wird auch... Lassen Sie uns mal bei dem Genmais 1507, um den es ja jetzt eigentlich geht, der Anlass für die Sendung ist, diese Frage, die Europäische Kommission demnächst wahrscheinlich positiv beantworten wird, Ihnen zumindest zuzulassen, aber dann bei uns zugelassen wird, ist auch noch eine Frage, die national geklärt werden muss. Es gibt aber, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, eine ganze Reihe von Studien, auch die an die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit gegangen ist, die diesen neuen Genmais 1507 Unbedenklichkeit bescheinigt. Keine Gefahr, keine relevante Gefahr für Umwelt, für die Gesundheit. Naja, wenn man sich die Papiere der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit mal genauer anguckt, dann sind da durchaus Risiken identifiziert, ökologische Risiken, die zum Beispiel auch dazu geführt haben, dass das Europäische Parlament sich gegen diesen Mais ausgesprochen hat. Darüber hinaus gibt es ganz, ganz große Datenlücken. Das heißt, dieser Mais ist praktisch eigentlich nicht bewertbar. Das ist wirklich. Sechsmal ist er geprüft worden von der EFSA. Sechsmal ist er geprüft worden. Kann auch sechsmal schlecht geprüft haben. Ja, aber sind Sie wirklich sicher, dass die größten Spezialisten in Sachen Lebensmittelsicherheit, eine eigene Behörde, die sich die Europäische Union extra leistet, dass die alle irgendwie nicht wissen, was sie tun und Sie von Greenpeace sind die Einzigen, die wissen, was richtig ist? Das finde ich doch eine relativ eine starke Behauptung. Also ich glaube, wenn es muss... Welche Risiken sind denn das, die da... Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Also ganz sozusagen festgestellt worden sind. Ganz konkret identifiziert sind Risiken für nützliche Insekten, für Bestäubungsinsekten, Nachtfalter. Unter 1% ist einfach nicht wahr, was Sie sagen. Stimmt. Unter 1% ist einfach falsch, was Sie sagen. Ja. Unter 1%. Vor allen Dingen würde mich mal interessieren, von was? Unter 1% der Schmetterlinge, diejenigen oder die, von denen man behauptet hat oder wo man die Befürchtung hatte, dass dieses hier ein besonderes Problem sein könnte, sind tatsächlich nach den Studien gefährdet. Sie müssten mal erklären, wo es denn für die Umwelt besser ist, wenn ein Insektizid nicht in dem... Und zwar das Gleiche, das übrigens im Biolandbau verwendet wird. Was an diesem Insektizid besser ist, wenn es versprüht wird, anstatt wenn es in der Pflanze gleich drin ist. Also den tieferen Sinn, den verstehe ich nicht. Das ist ja gerade das Fatale. Also ich sag mal, wir haben im Ökolandbau ein Instrument, eben BT-Präparate zur Bekämpfung des Maiszinses. Genau, das Gleiche. Falls er auftaucht. Es ist das gleiche Präparat, um das es geht, das in der Pflanze drin. Nein, nur, dass A, wir mal über das Gleiche reden. Es ist A, nicht das gleiche Präparat. Die Toxizität ist wesentlich höher des Toxins, was in dem BT-Mais vorhanden ist. Und erst recht in dem 1507er. Der ist noch 300 Mal toxischer als der Monsanto, den wir bisher hatten. Und der große Unterschied ist, dass die Pflanze dieses Gift permanent produziert. Ob ein Maiszünsler da ist oder nicht, die Pflanze produziert permanent Gift. Und der Effekt ist der, das wissen Sie selber, dass sich dann letzten Endes Resistenzen bilden können. Und dann bleibt das Mittel, was dem Ökolandbau bisher Wirkung gezeigt hat, ist nämlich dann wirkungslos. Wir können die Toxizität dieser Maispflanze jetzt nicht hier im Studio experimentell im Labor nachprüfen. Aber weil Sie jetzt von den Resistenzen gesprochen haben, es gibt ja eine Maissorte, die, glaube ich, in Puerto Rico angebaut worden ist, die tatsächlich Resistenzen entwickelt hat. Das heißt also, dass dann der Schädling, der diese Maispflanze befällt, tatsächlich gegen dieses Gift, das in der gentechnisch veränderten Pflanze vorkommt, endlich mal Resistenzen. Und die haben ja diese Maissorte auch vom Markt genommen. Da hat endlich mal eine genveränderte Pflanze auch Resistenzen entwickelt. Die Unkräuter haben es genauso getan. Die Resistenzen sind doch gegen Pestizide jeder Art. Das weiß man doch, seitdem man Pestizide einsetzt. Deswegen muss man variabel damit eingehen. Also dieser Gegensatz, hat auch gesagt, um dieses minimale Risiko einzudämmen, hat die EFSA auch geraten, dass man sozusagen in den
Feldern, wo das angebaut wird, kleine Areale noch mit anderen Maissorten bepflanzt, die nicht da sind, damit sich die Viecher dahin auch zurückziehen können. Und dann klappt das auch. Und im Übrigen, der jetzt in Rede stehende Mais ist von der Toxizität, ich meine, dass ich sogar die Zahl habe, vom 10.000-fachen geringer als der Mund 108. Da müssen Sie nochmal nachlesen. Ja, da lesen wir beide nochmal nach. Das ist mit Sicherheit in Zweifel zu ziehen. Ja. Aber das, nein, das ist, also da bin ich ziemlich sicher. Es wird in Deutschland niemanden geben, der ihn anbaut. Das ist das Erste. Das heißt, wir reden hier irgendwie sozusagen von einem Phantom. Weil ihn keiner braucht? Bitte? Ja. Weil ihn auch keiner braucht? Nein, weil wir ihn hier nicht brauchen. Aber vielleicht unterhalten Sie sich mal mit spanischen Bauern. Die sehen das völlig anders. Und ich bin mir immer noch nicht im Klaren darüber, wieso wir eigentlich anderen Bauern in anderen Ländern vorschreiben wollen, wie sie ihren Acker bestellen wollen. Ich finde das bemerkenswert. Wenn sich innerhalb der Europäischen Union eine Meinung gebildet hat und wenn die Kommission entsprechend entscheidet, dann müssen diese Grundlagen für alle gelten. Unabhängig davon, ob wir dann davon Gebrauch machen. Wir werden davon keinen Gebrauch machen, wenn wir das gar nicht wollen. Die EU-Kommission wird das allerhöchstwahrscheinlich beschließen, dass das angebaut werden darf. Die Spanier werden es machen können, wollen es ja, glaube ich, auch machen. Und wir sind ja auch in der Lage, es nicht zu tun, indem man sagt, okay, es gibt ja, ja das ist eine, sich dem zu entziehen. Es wäre eine Krücke nochmal. Als es eine gentechnisch veränderte Maissorte in Deutschland gab, die angebaut werden durfte, haben 60 Betriebe, 60 Landwirte von 300.000 das ausprobiert. 60 von 300.000. So, und dann ist es auch wieder vom Markt verschwunden. Die Frau Aigner hat dann mit Hilfe einer kleinen gesetzlichen oder einer kleinen Vorschriftskrücke, dadurch, dass sie gesagt hat, es gibt neue Bedenken, die müssen noch einmal untersucht werden, sozusagen ermöglicht, dass in Deutschland dieses dann komplett vom Markt genommen wurde. Diese Chance hat man immer, wenn es neue Erkenntnisse gibt, wenn es neue wissenschaftliche Erkenntnisse geben könnte, zu sagen, stopp, wir beenden das erst einmal. Aber noch einmal, ich glaube, dass man versucht, da auch offene Türen einzurennen, jedenfalls für Deutschland. Ich kann mir nicht vorstellen, ich kenne auch niemanden in Deutschland, der diese Maissorte hier anbauen wollen würde. Es geht um das Erhalten von Chancen im globalen Zusammenhang. Darum geht es, geht nur darum. Darum davon reden wir. Aber Herr Kuhlke, gerade einen Vorschlag gemacht in Ihre Richtung. Es wird die Zeit kommen, wo sich Ökolandbau und Gentechnik verbinden oder sich gegenseitig ergänzen. Reicht Ihre Fantasie da aus, sich das vorzustellen? Die reicht da nicht aus. Also ich meine, wie gesagt, wir haben ja schon die Versprechen seit 20 Jahren, was die Gentechnik zustande bringt, und es ist bisher nichts passiert. Und was mir, ich meine, wir haben gerade auch in Deutschland, wir haben in Sachsen-Anhalt Millionen in die Gentechnikforschung gesteckt. Also ich behaupte mal, wenn wir nur einen Bruchteil dessen in die Ökolandbauforschung stecken würden, und dann wäre das Problem Krautfäule und also Braunfäule bei Kartoffeln längst gelöst. Also da brauchen wir die Gentechnik nicht zu. Aber wo ich nochmal den Fokus drauf richten möchte, ich meine, wir haben in Europa und erst recht in Deutschland findet Landwirtschaft in der Kulturlandschaft statt. Eingebettet in ein System, wo die Landwirtschaft viele Funktionen ausübt. Nahrungsmittelproduktion ist das eine, von Lebensmitteln, die die Menschen haben wollen. Dann ist es Erholungsraum, es spielt für den Tourismus eine Rolle. Die Landwirtschaft findet in Gebieten statt, in denen Trinkwasser gewonnen wird. Und dann schauen wir uns an, wofür Gentechnikanbau steht. Der Mais, der jetzt zur Debatte steht, mit seiner Resistenz gegen Unkrautvernichtungsmittel und dem PT-Gift, steht letzten Endes für Maismonokultur, weil nur dann macht das Sinn. Und insofern vergleichen Sie Äpfel, weil ansonsten der Maiszins ja kein Problem ist. Und insofern vergleichen Sie Äpfel wie Birnen, wenn Sie eben Südamerika, der USA mit uns vergleichen. Wollen Sie bei uns Flächen haben, die von Berlin bis Magdeburg reichen und mit Soja bestellt sind? Weil so sieht eine Landwirtschaft dann aus, ja. die auf Gentechnik basiert. Das will keiner. Und deshalb ist für Europa der Gentechnikanbau, ich sage jetzt mal, also einfach geht völlig an die Realität vorbei und dessen, was Landwirtschaft in Europa leisten muss. Das Thema grüne Gentechnik hat bei uns offensichtlich ein hohes Erregungspotenzial. Steht darin Atomenergie, Steuerhinterziehung oder Abgeordnetendiäten in nichts nach? Leidet darunter die Aufklärung, die Informationen für die Bevölkerung? Ich denke, dass da nicht die Angst vorherrscht in der Bevölkerung, sondern dass es sehr, sehr gute Gründe gibt gegen Gentechnik. Und deswegen ist die Ablehnung ja auch sehr, sehr breit. Es ist ja bemerkenswert, wie die Ablehnung überhaupt jetzt in den letzten Tagen zu beobachten war. Das Europäische Parlament hat dagegen gestimmt. Auch die Mehrheit der Mitgliedstaaten hat ja dagegen gestimmt vorgestern. In Deutschland haben wir 88% der Bevölkerung, die sich ganz klar gegen den Anbau und gegen die Zulassung von dieser Pflanze ausgesprochen haben. Es ist wirklich sehr, sehr bedauerlich, dass die Bundesregierung
mit ihrer Enthaltung praktisch diesem Mais den Weg geben. Wobei der Landwirtschaftsminister ja schon angekündigt hat, er findet da einen Weg, das zu unterlaufen, was jetzt die EU-Kommission möglicherweise beschließt, nämlich den Genmais zu legalisieren in Europa. Es wäre schön gewesen, wenn er sich da vorher engagiert hätte. Entsprechend hat er ja ganz klar zu verstehen gegeben, dass er für Europa diesen Mais nicht als Option sieht eigentlich und dass er von diesem Anbau eigentlich abraten würde. Von daher ist es schon schade, dass Deutschland nicht entsprechend abgestimmt hat. Das ist ein Eiertanz, was die Bundesregierung da aufführt. Das merkt man ja. Also Sie haben das Thema, da sind wir uns wahrscheinlich sogar einig. Genau. Die hat das aus dem Koalitionsvertrag rausgehalten. Sie hat sich jetzt einfach enthalten. Das ist ein Eiertanz, finde ich, der dadurch erklärt wird, dass sozusagen in der Bundesregierung sehr wohl, da sind ja auch Wissenschaftler, auch Frau Schawan jetzt nicht mehr, aber sie war es zumindest da, die ganz klar natürlich die Vorteile der Gentechnik gesehen hat und die auch gerne auch ausprobiert hätte und weiter forciert hätte. Nur sie konnte nicht eben einfach, weil diese 88% in Deutschland eben dagegen sind. So. Und es ist möglicherweise jetzt vielleicht keine große Angst mehr davor, aber es ist ein Ergebnis einer ungeheuren Angstkampagne in den letzten 15 Jahren. Seitdem die Gentechnik hier sozusagen im Gespräch ist, hat eine Angstkampagne gewirkt und das sind jetzt einfach die Folgen davon. Man hat erst gesagt, die löst andauernd Allergien aus, dann springen die Pollen nur wie wild durchs Land und so weiter. Davon ist jetzt überhaupt nicht mehr groß die Rede. Das Hauptargument heute der Gentechnikgegner ist, dass die Bevölkerung es nicht will. So, das stimmt, aber das ist das Ergebnis dieser ungeheuren Angstkampagne in den letzten 15 Jahren. Aber weil die Bevölkerung es zu diesem hohen Prozentsatz nicht will, müssen Sie noch lange auf Ihre die von Ihnen erwünschte Genbanane warten. Ja, wieso? Ich meine, es ist ja immer die Rede davon, von der Entscheidungsfreiheit. Da bin ich natürlich auch dafür. Ich bin auch dafür, dass jeder die Entscheidungsfreiheit hat. Es wird ja keiner damit überfallen. Ich stopfe ja niemand anderen die Genbanane in den Mund. Auch. Darum geht es ja gar nicht. Also, und im Übrigen, wenn wir schon davon sprechen, ich bin sehr wohl dafür, gerade was die Entscheidungsfreiheit angeht, dass alle Lebensmittel gekennzeichnet werden, wo irgendwo Gentechnik drin ist, gentechnische tatsächlich auch nein, aber auch von den Dingen, von denen ich vorhin gesprochen habe, Geschmacksverstärker, Vitamine, Emulgatoren und so weiter. Und möglicherweise, also bei den Futtermitteln, da hat sich das ja nicht durchgetriggert, da hat man nie irgendwie was festgestellt. So, bei den anderen Dingen aber schon. Und dann würde uns, wenn wir diese Kennzeichnung konsequent nehmen würden, dann würde das auch ein Beitrag dafür sein, dass das Ganze entdämonisiert wird. So sehe ich das jedenfalls. Sie haben ja gesagt, 88% gegen Gentechnik, allerdings in Deutschland spielt das gar keine Rolle. Die Frage ist jetzt vielleicht für den Schluss, Blick in die Zukunft, wie lange können wir noch eine Insel der seligen Esser bleiben, indem wir auf das verzichten? Also das können wir solange wir genügend Wertschöpfung erarbeiten, dass wir uns die Lebensmittel auch leisten können und diese Vielfalt und solange wir eine Lebensmittelindustrie haben, die überhaupt diese Vielfalt bieten kann. Aber in die Zukunft geblickt muss man eben sehen, dass es nie klug ist, wenn man sich Chancen selber verbaut. Und dass man tatsächlich abwägen muss am Ende zwischen Chancen und Risiken und nicht nur sagt, ich sehe nur die Risiken oder ich sehe nur die Chancen. Ich würde übrigens gerne noch einen Satz dazu sagen, dem neuen Landwirtschaftsminister sozusagen zu unterstellen, hätte sich früher schon mal mit dem Thema befassen können, ist ein bisschen unfair, wenn jemand gerade erst ein paar Wochen im Amt ist. Und das Zweite ist, ich glaube, dass es klug ist, dann sich zu enthalten, wenn man tatsächlich keine gemeinsame Position schon gefunden hat, weil es eben unterschiedliche Ansichten dazu gibt. Bleiben wir eine Insel der seligen Esser? Sind wir es? Ja, auf jeden Fall denke ich, dass Gentechnik keinen Platz hat in Deutschland, in Europa und auch nicht nur in dieser Insel, sondern auch in der Welt einfach ihre Versprechen nicht erfüllt hat. Und da mittelfristig, langfristig sicher was passieren muss. Wie sehen Sie das? Ich würde es mit den Chancen aufgreifen und unterstützen. Aber insofern die Chance zu nutzen, dass die Menschen in Deutschland und in Europa keine Gentechnikprodukte wollen und die Chance beim Schopfe packen und eben auch gentechnikfrei bleiben als Europa. Und das würde ich gerade, also wir sehen das ja auch, Molkereien stellen um auf gentechnikfreie Fütterung und das funktioniert. Und insofern bin ich da zuversichtlich, dass wir das auch in Europa und in Deutschland bleiben. Die Lebensmittelindustrie haben Sie ja auf Ihrer Seite, denn sie stellt nichts her, was die Leute nicht aus dem Supermarktregal nehmen, sondern das stehen lassen. Das ist die Rolle des Marktes. Das ist ganz einfach ein Produkt, was Ihnen keiner abkauft. Das gibt es nicht mehr, weil es die Firma dann nicht mehr gibt. Gut, dann werden wir sehen, ob der Markt so bleibt inwieweit er
sich da in Zukunft verändert. Zum Thema Genmais, liebe Zuschauer, soweit die Phoenix-Runde für diese Woche. Aber bleiben Sie bei uns.